So, Freunde, 6 Wochen Pause sind vorbei. Es ist wieder Zeit für Guild Wars 2. Wir befinden uns hier gerade in Löwenstein. Das ist nicht die Stelle, in der wir in der letzten Folge Schluss gemacht haben. Ich habe offscreen ein bisschen was gemacht und deswegen bin ich jetzt hier. Ich will auch gar nicht lange bleiben hier. Ich will hier gar nicht lange bleiben mit euch. Ich will mir das aber mal mit euch zusammen auf der Karte betrachten. Wir stehen jetzt hier vorne. Und hier gibt es noch 2 unentdeckte Sehenswürdigkeiten. Die würde ich gerne mitnehmen. Da vorne im Wasser ist auch noch was. Mal schauen, ob wir da vorbeikommen. Und dann möchte ich wieder zu dem Ort, wo wir vor 6 Wochen Schluss gemacht haben. Der ist hier ganz oben im Norden. Ich zoome mal ein bisschen raus. Und zwar hier im Königintal. Das haben wir uns betrachtet. Da will ich noch ein bisschen weitermachen. Da hat es mir ganz gut gefallen. Und ich glaube, das ist für den Anfang dieser neuen 2 Wochen ganz gut geeignet. Wobei wir, wie gesagt, heute noch in Löwenstein sind. Und da nach den Sehenswürdigkeiten gucken. Und wenn wir da schon mal dabei sind, will ich auch gerade mal schauen, ob man unsere Rüstung reparieren kann und so weiter. Jetzt auf jeden Fall sollte ich erstmal in den Süden. Denn dort gibt es ja noch was. Aber mal gucken, wie es hier so ist. Ich glaube nämlich, dieser Ort ist leicht verwirrend für mich. Ich kenne mich hier auch nicht gut aus, aber vielleicht haben wir ja Glück und finden was. Jetzt auf jeden Fall, wenn ich mir da unten die Karte so betrachte, dann geht es schon mal in die falsche Richtung. Ich will eigentlich zu der Sehenswürdigkeit. Ihr seht dieses Kästchen da oben. Vielleicht kann man aber hier hinten vom Felsen entlang rum. Mal gucken, ob wir da hinkommen. So, das sieht nämlich ganz gut aus. Und irgendwo muss es doch hier sein, die Sehenswürdigkeit. Wir sind jetzt auf jeden Fall genau auf dem Weg dorthin. So, hier ist sie. Jawohl, Schießstand. Schießstand. Okay, wieso Schießstand? Weil wir von hier oben aus schön alles abholzen können, oder was? Kann natürlich sein. Komm her, riskier nochmal einen Blick hier runter. Sieht ziemlich geil aus, typisch Guild Wars. Geile Grafik, schöne Levels, alles sehr schön atmosphärisch gemacht. So, und bevor ich jetzt hier noch weiter Blödsinn rede, wir müssen jetzt weiter hier in den Osten. Da ist die nächste Sehenswürdigkeit. Und dann können wir mal gucken, vielleicht hier zu dem Schmied. Ja, ich weiß nicht, ob es Schmied ist, auf jeden Fall jemand, der mir die Rüstung reparieren kann. Und dann hier nochmal ins Wasser und vom Wasser aus direkt vielleicht dahin zum Aussichtspunkt und dann wirklich zum Königintal zurück. Aber okay, erstmal jetzt hier in den Osten. Schauen wir mal, ob wir die nächste Sehenswürdigkeit auch gleich entdecken. Also entdeckt habe ich sie schon, auf der Karte sehe ich sie, ja. Aber wir müssen da natürlich auch vorbeikommen. Hier ist auf jeden Fall alles friedlich. Das ist schon mal gut. So, müsste doch hier sein. Beziehungsweise da vorne. Ah ja, was haben wir hier? Hauptquartier der Zentralfreistadt. Auch sehr schön. So, und da oben haben wir lauter Portale. Die will ich jetzt aber nicht benutzen. Ich wollte jetzt weiter in die Stadt gehen. Genau, zu den Ausrüstungsreparaturen. Der müsste da unten sein irgendwo. Komm, wir springen da einfach mal runter. Ich habe sogar ein bisschen Schaden genommen jetzt. Aber sollte nicht sehr wild sein. Der Kollege muss hier irgendwo sein. Da. Ich weiß auch nicht, ob er was reparieren kann. Ich probiere es einfach mal. Eure Rüstung ist beschädigt. Ich mache sie nur wieder ganz. Ja, mach doch mal. Hallo. Schrott verkaufen. Schrott können wir auch mal verkaufen. Nee. Hallo? Ich wollte doch eigentlich meine Rüstung reparieren. Ich habe hier nicht nur Schrott in meiner Tasche. Wir sehen uns wieder. Ihr habt was von Rüstung reparieren gesagt. Ist, ach so, deswegen, die ist gar nicht beschädigt. Dann habe ich das schon repariert. Ich weiß nämlich, dass ich offscreen einige Male gestorben bin und so weiter. Und dachte mir, hier, das ist noch beschädigt. Aber scheinbar habe ich es schon repariert. Gut, macht aber nichts. Wir wollten jetzt nochmal schnell ins Wasser springen. Soweit ich weiß, das ist hier richtig tief. Und da vorne direkt vor uns müsste die andere Sehenswürdigkeit sein. Da ist sie auch schon. Okay. Wir müssen so ein bisschen in diese Richtung halten. Ist wahrscheinlich da bei dem Schiff. So, ich will nur mal gerade schauen, dass wir da auch reinspringen können, ohne dass ich mir den Hals breche. Wir probieren es einfach mal. Und willkommen in der Unterwasserwelt. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt sind wir auch direkt schon hier bei dem Aussichtsturm, bei der Sehenswürdigkeit. Die jetzt allerdings irgendwie nicht leuchtet. Vielleicht müssen wir auch über Wasser sein. So, jetzt nochmal in diese Richtung. Komisch, keine Ahnung.
Oder wir müssen weiter runter. Das kann natürlich auch sein. Komm, wir schwimmen mal ganz weit runter. Ah ja, so war das. Und was haben wir denn hier? Morokko-Dorf. Ja, das will ich mir mal betrachten hier. Komm, da schwimmen wir mal rein. Boah, das ist geil. Sehr schön, sehr schön. Also die Grafik hier bei Guild Wars 2, beziehungsweise nicht nur die Grafik, sondern vielmehr diese Welten, die es hier gibt, die sind einfach gigantisch. Das ist schon der Hammer. Echt der Hammer. So, ich gehe aber wieder raus. Ein Punkt haben wir noch zum Ablaufen und das ist hier diese Aussichtspunkte. Da müssen wir einfach weiter in diese Richtung schwimmen. Können wir jetzt auch gerne machen. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Und dann geht es, wie gesagt, zurück zum Königintal. So. Das ist wahrscheinlich auch hier unter Wasser, so wie das aussieht. Oder das Schiff ist gemein. Nee, das Schiff ist zu weit weg. Das kann es nicht sein. Komm, wir gehen wieder runter. Oh, hier ist es sehr tief an dieser Stelle. Da ist was. Und wir bekommen eine Unterwasserführung. Auch nicht schlecht. Ist nur leider ein bisschen dunkel. Ich erkenne kaum was. Die Beleuchtung hier unter Wasser ist definitiv nicht zum Besten. Aber auf jeden Fall, das, was man sehen kann, ist ziemlich geil. So, und damit haben wir auch dieses abgeschlossen. Sehr geil, sehr geil. Und es ist auch schön, dass es hier irgendwie keine Gegner gibt. Dass man hier einfach mal so durchschwimmen kann, ohne Gefahr zu laufen, umgebracht zu werden. Und was ist das für ein Gerät hier? Ja, da gibt es ein paar Guild Wars 2 Cracks, die könnten dir das ganz genau sagen. Aber ich bin da meist nicht so informiert. Ich bin einfach nur der normale Casual Gamer. Wahrscheinlich noch nicht mal, weil ich es dafür zu selten spiele. Und ich wundere mich nur immer über diese herrlichen architektonischen Meisterleistungen, die hier überall zu finden sind. Aber okay, ich labe schon wieder. Ich fange schon wieder an, so Blödsinn zu reden. Also gehen wir mal kurz hier auf diese Insel. So, da drauf. Und ich weiß nicht. Mir fällt da wirklich immer wieder die Kinnlade runter hier, bei dem Anblick dieser geilen Landschaften. Und eigentlich wollte ich schon längst wieder zum Königintal porten. Was haben wir hier? Der Leuchtturm beim Löwentor wurde 1240 erbaut. 1250 wurde er wieder aufgebaut und leitet seither Verbündete sicher durch den Nebel in den sicheren Hafen. Der Turm dient Wachposten als Ausguck, um Totenschiffe frühzeitig zu entdecken. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt nehmen wir aber die Abkürzung. Man kann hier übrigens wunderbar gucken, wie wir gerade gelaufen sind. Wir haben diese Folge etwa hier angefangen. Genau hier haben sie angefangen, sind dann darin hingelaufen. Und dann sieht man anhand der weißen Punkte, wo wir schon gewesen sind. Ist auch sehr interessant. So, ich zoome mal ein bisschen raus. Ich weiß, auch hier gibt es hier noch einen Aussichtspunkt und so weiter, aber so könnten wir das Spielchen stundenlang weitertreiben. Wir müssen halt früher oder später wirklich alles mal absuchen, aber das lag jetzt wirklich in der Nähe und deswegen haben wir das jetzt gemacht. So, da ist eine Wegmarke. Ich glaube, wir nehmen die oder wir nehmen die da oben. Wobei die da oben ist eigentlich ungünstig, denn wir haben diese ganzen Quests hier schon abgeschlossen. Das war das Letzte, was wir praktisch in der letzten Staffel gemacht haben. Deswegen nehmen wir jetzt diese Wegmarke. Und damit willkommen im Königintal. Übrigens, Königintal ist eines der Orte, die wir jetzt in diesen nächsten zwei Wochen untersuchen werden oder durchsuchen werden. Wir wollen noch andere Orte erkunden. Wir sind ja hier auf Wunsch mehrerer Spieler hingekommen, die gesagt haben, wir sollten uns auch mal die Startgebiete der anderen Völker betrachten. Und so sind wir im Königintal gelandet. Und da gibt es natürlich noch mehr und auch die werden wir uns noch betrachten. So. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Ich schaue jetzt trotzdem nochmal auf die Karte. Da sieht man es jetzt auch besser. Hier ist wirklich schon alles abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach rechts laufen. Dann über diese Brücke und dann haben wir die nächste Aufgabe vor uns. Und kommen dann rein theoretisch hier zu diesem Bereich, wo es zwei Fertigkeitspunkte zu verdienen gibt. Sowie eine Speerin, mit der wir reden könnten. Wir könnten auch hier unten weiterlaufen.
Und da sehe ich, da haben wir auch noch was nicht erledigt. Die Felder von Shemor, da fehlt noch was. Dann machen wir das zuerst. Komm, wir gehen da jetzt nochmal hin. Das war nämlich der Ort, wo wir in der letzten Folge, in der letzten Staffel aufgehört haben. Ich sage immer Staffel, eigentlich ist es gar keine Staffel. Es sind einfach ganz normale Folgen, nur halt immer mit 6 Wochen Pause zwischendurch, nach 2 Wochen. Ich glaube aber, das machen wir jetzt. Dann gehen wir hier hin, zu dem Aussichtspunkt, zu der Sehenswürdigkeit, wieso sage ich immer Aussichtspunkt, erledigen die Aufgabe und gehen dann hier runter, um dann hier wieder hochzugehen. Das ist doch eine geile Sache. So, warte mal, wir gehen da runter. Framezahl hier 25 Bilder pro Sekunde, aber es ist auch sehr komplex, das Bild. Und es ist ja weitgehend flüssig, jetzt habe ich fast 30. Aber das ist doch der Hammer, oder Leute? Das ist doch der Hammer, diese grafische Pracht. Ich meine, okay, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Effekte, die man nehmen könnte und so weiter, die es heutzutage geben würde. Aber alleine diese Landschaft, die ist doch absolut genial. So, eine weitere Wegmarke haben wir gefunden. Und jetzt kommen wir auch gleich zu dem Feld, wo es was zu tun gibt. Da ist sie auch schon. Die Quest Helft Bäuerin Dia. Helft Dia dabei, das Getreide zu bewässern, Wurmhügel einzuebnen, das Vieh zu füttern und die Felder zu verteidigen. Ja, machen wir gleich. Ich will noch mal ganz kurz hier zu diesem, sagt nicht schon wieder Aussichtspunkt. Denn es ist eine Sehenswürdigkeit. Und zwar Jebs Weizenfeld. Da ist ein Wassereimer. So, was sollen wir jetzt nochmal machen? Helft dir dabei, das Getreide zu bewässern. Wurmhügel. Was ist denn hier los? Was war denn das eben gerade? Flachlandjunges, Level 1. Okay, da macht uns wahrscheinlich nicht viel. So, jetzt habe ich so einen Eimer. So einen Wassereimer. Was soll ich damit jetzt bewässern? Das Getreide zu bewässern. Ja, und den kann ich dann einfach hier hinschmeißen. Wir haben hier lauter Wassereimer, aber ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Getreide ich bewässern soll. Ich meine, die sind ja jetzt hier alle am Ernten. Guck mal, da stehst du doch hier direkt davor. Ja gut, das ist ja eigentlich das ist ja Stroh, kein Getreide. Kryo-Idiot. Das sind so Strohballen, die brauchst du nicht mehr zu bewässern, die sind schon tot. Das Vieh zu füttern. Von wegen schlimmer könne es nicht werden. Oh oh, was ist hier los? Na super. Level, was für ein Flachland-Wurmkönigin. Ab geht's. Wir schalten mal kurz um hier. Ich glaube, die brauche ich nicht zu bewässern. Ach Leute, wie kriege ich den Eimer wieder raus? Gegenstand fallen lassen. Tja, da war er auch schon erledigt. Wir konnten gar nicht viel tun. Aber hier ist ein Futtersack. Warte mal, wir nehmen jetzt den Futtersack hier. Ah, die brauchen wir einfach nur aufsammeln, oder was? Die Frage ist, warum haben wir die in den Händen? Ja, Fragen über Fragen, ne? Da ist noch ein Futtersack. Wir können die doch so gar nicht füttern, oder doch? Ah, logisch, doch. Wir können die so füttern. So, dann nehmen wir den Futtersack hier und gehen nochmal hier zu so einer Kuh. Sehr schön, da freut sich die Kuh. Ein Wurmhügel. So, und erledigt. So muss es sein. Da ist noch ein Wurmhügel. Na, dann komm mal her, mein Freund. Ja, da brauchen wir noch nicht mal ausweichen oder sonst was. Das geht relativ einfach. Weil wir einfach vom Level her schon ein bisschen höher sind. Und ich glaube, das ist auch genau richtig für mich. Denn wir hatten ja früher immer so das Problem, dass mich die Gegner reihenweise erledigt haben. Weil ich einfach nicht so gut zurechtkomme bei Guild Wars 2 im Kämpfen. Und ich glaube, da ist es natürlich eine richtig geile Sache, dass wir einfach mal einen Bereich spielen, der nicht ganz so viel Skill erfordert. Die Frage ist hier immer noch, die ich mir immer noch stelle. Wir haben jetzt schon wieder so einen Wassereimer in der Hand. Was genau muss ich gießen? Den Wurmhügel wahrscheinlich nicht und diese Heuballen da auch nicht. Vielleicht hier vorne? Ah! Kann man das noch mehr gießen? Na, dann sind sie gut.
Okay. Aber da haben wir ja auch noch welche, ne? Der andere Spieler gießt, der rennt jetzt hier, der Ron Key. Der rennt mir da voraus. Und schüttet das Wasser drauf. Solange es aber für mich noch zählt, ist auch okay. So, ich glaube, ist das hier gut? Nee, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was, oder? Ja, genau. Da muss das Blümchen wachsen. Haben wir hier noch irgendwo Getreide? Nö, ich sehe jetzt nichts. Komm, ich schmeiß den Eimer wieder weg. Wir gehen jetzt nochmal hier diese Kuh füttern. Aber wir haben es erledigt. Die Kuh kriegt trotzdem noch was. Genau. Ihr habt eine Erfolgstruhe errungen. Klickt auf die Truhe, um eure Belohnung zu erhalten. So, wo ist die Truhe? Guck mal, hier gibt es auch neu. Das habe ich früher nicht entdeckt. Ja, ich will nicht vom Thema ablenken, aber das fällt mir gerade bei auf. Tipps. Ihr habt ein Event entdeckt. Während sich die Welt verändert, werden hier Events in eurer Nähe angezeigt. Meta-Events. Da gibt es hier eine ganze Menge übers Spiel. Das sollte ich mir auf jeden Fall mal betrachten. Neu. Erfolgstruhen. Ihr habt eine Erfolgstruhe errungen. Klickt auf die Truhe, um eure Belohnung zu erhalten. Ja, ich weiß nicht, wo die ist. Wahrscheinlich im Inventar oder so. Früher hat man diese Belohnung immer per E-Mail bekommen. Hier sehe ich jetzt keine Erfolgstruhe. Mal gucken, wo ist meine E-Mail? Wir haben auch keine neue E-Mail bekommen. Ach, da soll die sein, oder was? Ich wollte euch nur rasch für eure Hilfe in den Weizenfeldern danken. Jeb und ich wissen das wirklich zu schätzen. Es ist heutzutage ganz schön schwer, etwas Essbares auf den Tisch zu bringen. Und was ihr getan habt, wir vieles satt und zufrieden machen. Naja, so viel Arbeit war es ja nun nicht, ne? Sehr schön. Okay, das wäre erledigt. Ja, so kleine Startschwierigkeiten, die gibt es noch nach 6 Wochen, ne? Da musst du dich wieder so ein bisschen reinarbeiten. So, und wir gehen jetzt, glaube ich, hier runter in den Süden. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Quest gibt es, glaube ich, hier keine. Da ist noch was. Die Höhle. Banditenwinkelhöhle. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Das werden wir uns jetzt mal schön betrachten. Während ich mir hier die Landschaft weiter betrachte. Aber wir müssen jetzt einfach nur diesen Weg hier nach unten folgen. Oder eher nach oben, so wie es aussieht. Und da vorne sind auch lauter Banditen. Da müssen wir aufpassen. Da könnte es wieder lustig werden. Neues Event in der Nähe. Verteidigt die Arbeiter, die das Pumpenhaus reparieren. Jawohl. Sollten wir schaffen. Wobei die relativ viel aushalten, sehe ich gerade. Die hauen wieder ab hier. Und da sind ganz viele Banditen da unten. Banditenweglager. Wo sind die anderen hin? Warte mal, wir sind jetzt genau auf dem richtigen Weg zu dieser Sehenswürdigkeit. Ich lasse mal diese Banditen sein. Und will mal ganz kurz zu dieser Sehenswürdigkeit hingehen. Die müsste nämlich hier sein irgendwo. Wir sind vielleicht auch in der falschen Höhe. Das ist vielleicht da unten, diese Sehenswürdigkeit. Wobei das so ein Pfeil ist, ne? Könnte auch bedeuten, dass es weiter oben ist und weiter unten. Ich weiß nicht, aber ihr seht, so ein kleiner Pfeil ist da dran, so ein kleiner weißer Pfeil. Nur viel weiter hoch geht es ja hier nicht. Und was ist, wenn ich da jetzt... Warte mal, wen haben wir denn da? Ach, das sind gute, alles klar. Ich habe schon gedacht, da steht so eine Gruppe von Banditen oder so. So, warte mal, wir gehen nochmal hoch. Ah, dann ins Pumpenhaus. Entdeckt. Das sollten wir auch suchen. Ja gut, dann schauen wir es uns gerade mal an. Sieht auch sehr schick aus. So, und jetzt gehe ich nochmal da vorne hin. Ach, und die Sehenswürdigkeit ist da oben. Genau, sehr schön. Und da kann man sich diese ganze Grafikpracht nochmal betrachten. Wirklich sehr schön gemacht. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Es ist richtig schön. Tja, und damit haben wir auch dieses hier abgeschlossen. Sehr schön. So, von hier aus sollte ich besser nicht runterspringen. Und ich würde vorschlagen, für diese erste Folge soll es das schon wieder gewesen sein. Wir sehen uns übermorgen wieder.
Und dann werden wir hier so ein bisschen weitermachen. Ne? 2 Wochen Zeit, Guild Wars 2, ziemlich geil. Also, mach's gut, bis dann.